So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Portal Blitzkonstruktor. Heute bauen wir wieder schöne Brücken und wir haben Turrets, Turbogel, Sprunggel, Trampoline, Turrets, die umfallen und Wände, die uns den Weg versperren. Und keine GLaDOS, die uns nervt. Cool. Sehr schön. Ich muss ja sagen, ich glaube, die meisten kennen Portal scheinbar nicht mehr oder ein paar, weil unter jeder Folge gibt es diesen Kommentar, der auch manchmal unter den Top-Kommentaren war. Boah, ey, diese Roboterstimme nervt voll. Und Leute, die Portal über alles lieben oder Portal sehr mögen wie ich, die tun solche Kommentare dann schon ein bisschen weh. Weil Portal halt echt eigentlich eine super coole Spielereihe ist. Aber es kann halt schon sein, dass es jetzt so lange her ist, Portal 2. Dass einfach die Leute die Stimme vom GLaDOS nicht gewohnt sind und dann einfach nur schreiben, boah, ist der Roboter nervig. Gut, muss ich mitleben. Wir wollen auf jeden Fall heute eine Brücke bauen. Wir wollen, dass unser Fahrzeug hier beschleunigt wird. Dadurch springt. Ja, ich würde sagen, dass der hier so eine Rampe hochgeht, dann da so runterknallt, dann da durchspringt, den Turret umwirft und dann... Ah, dann mit einem Bounce-Pad da hochgeworfen wird und dann ins Ziel springt. Und ihr habt alle geschrieben, ihr sollt mehr Seile verwenden. Aber das habe ich ja selber gegen Ende der letzten Folge gesagt. Das hatte ich halt nur irgendwie ein bisschen verpeilt. Sagen wir es mal so. Ich würde eigentlich echt gerne, dass er recht steil da hochspringt. So irgendwie. So, dann machen wir das mal als Strecke hier. Sieht doch alles ganz gut aus. Oh, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Egal, so wird schon passen. Dann verbinden wir das mit dem und Gottes Willen machen wir hier den Mega-Spinnenarm, der alles stützt. So, testen. Stabil. Fahrzeug, geben Sie einmal kurz für mich Gas und beweisen Sie mir, dass Sie es schaffen würden, darüber zu springen. Okay, er kann auf der Stelle bouncen. Dann muss ich das einfach so lange kürzen und abändern, bis er perfekt fliegt, ne? Jetzt? Wie steht's jetzt? Langsam kann ich die Bahn nicht mehr länger machen. So. Ja, er kommt da hoch. Er kommt da hin. Okay, dann kann er hier nämlich abgefangen werden. Was sehr gut ist. Ich hätte gerne das Stück... So, und das hier. Genau. Vielleicht hätte ich das nicht als hängenden Gummilappen. Das wäre noch eine Idee. Aber ich habe nichts zum Befestigen. Machen wir das einfach nochmal hier fest. Vielleicht hilft's. Nein, überhaupt nicht. Da, guck mal. Mit so einem Seil kann ich das einfach gerade halten, dass ich hier so eine Fläche habe. Ich müsste halt allerdings testen, ob das jetzt durchbricht, wenn der da drauf landet. Weil es darf sich ja nicht in diesen... Darf das den roten Laser berühren, der Boden? Ich weiß es gar nicht. So, da wird es hier durchgebounced. Hat nicht... Oh, Gottes Willen. Okay, ich habe jetzt so ein paar Stützen dran gemacht, damit es nicht mehr durchbricht. Schauen wir mal, ob es jetzt das Fahrzeug halten kann. Es muss hier nur abfangen. Ah, es hat es abgefangen. Genau, dann fährt es hier durch. So, dann rollt es da nochmal ein bisschen rum. Und jetzt müssen wir noch... Hier in der Mitte, da ist schon zu weit. Okay. Da. Ach, Sie sehen sogar die Flugbahn. Danke. Das ist ja sogar echt nett. Wir müssen so eine Sprungschanze noch bauen. Okay. Sollte vielleicht auch von unten geschützt werden. Kann ich so machen, dass es nicht runterbiegt? Nein, es ignoriert einfach alles. Okay. So. Okay, so. Schauen wir mal meine super unhaltbare Konstruktion an. So, du bounst da lustig hoch. Dann... Pam! Fällst du schön drauf? Fährst das Ding sie um, rollst dich hier ein bisschen und... Oh. Guck mal, die Flugbahn ist so eine Lüge. Okay, da ist ein bisschen viel Druck drauf, aber testen wir es nochmal. So, du fällst darauf, dann rammst du den um. Tut mir leid, Mr. Turret. Dann wirst du hochgebounced. Oh. Landest da mit 100 km/h drauf. Und dann... Machst du den Sprung deines Lebens? Okay. Okay, ich hab's jetzt umgebaut, dass da oben so eine
Horrorplatte hängt, die ein bisschen weiter oben ist, damit das nicht ganz so weit unten aufschlägt. Aber ich kann dir nicht mehr Platz geben zum Springen. Du fliegst doch da hoch. So, ich habe die Anfangsrampe auch nochmal umgebaut. Das klingt ja komplett anders. So, wie fährt er jetzt? Ja, guck mal. Oh, der Anfangssprung ist jetzt echt schön. Hui. Und? Ich glaube, ich brauche die Brücke nicht mehr. Ich glaube, der landet genau da drauf durch die Konstruktion, die ich gebaut habe. Schauen wir mal. Wir machen einfach die Stage besser für uns. Wenn mehrere Dinger hintereinander kommen, sollte ich alles so bauen, dass es perfekt ist. Schau mal, wie perfekt er sich hier... Er braucht aber die zweite Brücke nicht mehr. Okay. Ist natürlich cool. Und jetzt ist die dritte zu lang. Okay. Eins kürzer. So, und jetzt landet er perfekt da oben drauf. Kriegt ein bisschen Speed und springt. Wie soll ich denn machen, dass der da weiter springt? Wir müssen hier noch eine Brücke hinbauen. Das ist der Plan. Wieso bin ich nicht früher drauf gekommen, da eine Brücke hinzubauen? Genau. Boah, schaut, wie perfekt der da durchgesprungen ist. So, jetzt kommt er dann dahin. Er macht da seinen Mini-Jump. Ja! Und er fährt ins Ziel. Okay, 1 von 3. Konvoi, let's go. Was soll schief gehen? Normal hat es so auch funktioniert. Die fliegen ja alle echt so, dass sie nichts berühren sollten. Wenn sie halt gleich fliegen. Haha. Der zweite fliegt natürlich komplett anders. Und es ist komplett random dadurch. Aber es muss nicht mal schlimm sein. Also wenn es der noch schafft, irgendwie durchzufahren, könnte es sogar aufgehen. Ja, es geht auf. Solange einer oben das Ding wegmacht, ist es eigentlich vollkommen egal, was passiert. Okay, finde ich cool. Schaffst du den Sprung auch? Ja! Ja, okay, ich hätte echt nicht gedacht, dass das jetzt funktioniert. Aber es hat funktioniert. Ich wollte schon sagen, ich habe keinen Bock, das zu machen. Cool, wir haben eine Kammer geschafft. In 15 Minuten. Weißt du, so in 25 Minuten habe ich so normalerweise die ganze Folge fertig. Jetzt habe ich ein Level. Dann machen wir halt noch Level 19 und 20. So, GLaDOS Talk zu uns. Und es gibt diese Energiebälle aus Portal. This test chamber includes apparatus that will launch Aperture Science High Energy Pellets. Energiekapseln, okay. As part of a required test protocol, we must inform you that the Aperture Science High Energy Pellets may cause mechanical failures to the test vehicles, such as complete vaporization. Habe ich schon erwartet. Due to the durability specifications of roadway convertible planks, the high energy pellet will rebound from their surface. Oh, Gottes Willen, okay. Some testing apparatus can be activated when an energy pellet enters its connected energy pellet catcher. Okay. Im Testmodus kannst du nur die Stabilität deiner Brücken, sondern auch den Weg von Würfeln und Energiekapseln testen. Ah ja, da sehen wir sie. Ah, dieses Geräusch. Ich kenn's noch von damals. Okay, wir sollen also, so gesagt, hier Brücken bauen, damit die Energiekapsel so dagegen fliegt und dann da reingeht. So, schon mal ein bisschen falsch. Aber dafür haben wir ja den Testmodus. Da können wir jetzt aber testen, so lange, bis es ungefähr reinfliegt. Machen wir noch gerade. Ja, perfekt. Tada, und dann haben wir hier so eine kleine Brücke, wo wir drüber springen können. Und da ist der Knopf und der öffnet die Tür. Okay, also das passiert recht schnell. Das ist vollkommen okay und da brauche ich auch nicht mehr. Das hält ja von sich aus. Und mein Fahrzeug schafft den Sprung auch. Brauche ich nur hier so ein Gerüst, so gesehen, damit ich meine Brücke hier rüber bauen kann. Und ihr habt alle ja gesagt, ich soll mehr Seile verwenden. Sind Seile jetzt hierfür in Ordnung? Darf ich das jetzt einfach alles mit Seilen machen? Ich habe nur Seile so teuer in Erinnerung, deswegen habe ich die nie verwendet. Bei Polybridge waren die nämlich echt immer das Teuerste, wenn man Seil verwendet hat. Und es war immer so, bloß nicht Seile benutzen. Genau, wir machen einfach mal Seile und stabilisieren die Brücke, indem wir einfach diese Dreiecke da drunter bauen. So halt, ne? Zack, zack, zack. So, die Seile haben echt viel Druck schon drauf. Das Brett freut sich, uns zu sehen. Wir drücken den Knopf und können drüber fahren. Vielleicht sollte ich die Dreiecke kleiner machen, weil das Gewicht scheinbar echt zu viel ist. Gehen wir kurz in Baumodus. Ich mache hier die alle ein bisschen kleiner. Ich mag dieses gedrückt halten, um es umzubauen, echt überhaupt nicht. Das funktioniert echt nicht so gut, wie es sollte. So, das Gewicht ist ein bisschen weniger geworden, aber trotzdem noch echt viel. Ja, da könnte ich auch eine normale Stange machen in der Mitte.
Falls es jetzt reißt bei... Oh, hohoho. Okay, nee, funktioniert. Das war echt ein einfacher Raum. Raum Nummer 19. Gefällt mir. Nächste Kammer. Zack. Energiekapsel versus Geschützturm. Okay, ich verstehe schon. Die Energiekapsel soll die Geschütztürme wegmachen und trotzdem noch in ein Ziel kommen oder so. Starten. Werde ich zugelabert? Nein. Okay. Meine Fahrzeuge... Oh, guck mal, das ist ja cool. Fallen direkt in ein Portal nach dem Anfang. Wusch. Kopf über. Und kommt wieder zurück. Baut das da mehr Geschwindigkeit auf? Ich glaube, beim normalen Portal hat man da mehr Geschwindigkeit. Nee, baut sich. Okay. Wie mache ich denn das, dass das dann überhaupt... Es müsste gegen so eine Art Schräge fliegen, so. Damit es dann so in die Richtung geschleudert wird, ne? Machen wir mal kurz einen Test. Pam. Genau. Und dann müsste da halt so aufgefangen werden. Scheinbar darf ich die Schräge ein bisschen krasser machen. Nächster Test. Zack. Ja, okay, vielleicht doch nicht so krass. Gut, und dann brauche ich hier eine Brücke. So. Im besten Fall zwei Planken, weil sonst wird es echt schwer, die zu stabilisieren. Also es wird sowieso schon. Ist einfach die Hölle hier schon, ich sehe schon. Und dann verbinden wir das mit einem Seil und das mit einem Seil oder so. Genau, und dann kommt zack. Mr. Fahrzeug, pam, da drauf geplumpst und es bricht zusammen. Weißt du, ihr sagt, alle soll diese Seile verwenden, aber die halten nichts aus, immer wenn ich die verwende. Wenn ich jetzt hier so ein Ultrakonstrukt baue... warte, so. Warte, da ist der perfekte Punkt gerade gewesen. Da. Das alles so miteinander verknüpfe. Zack, hält es viel mehr aus, weil das Gewicht auf alles verteilt wird. Und pam. Tada, es bricht nicht zusammen. Hm. Mir gefällt es nicht, wie langsam es sich umdreht. Aber guck, es hat funktioniert ohne Seil. So. Hallo. Da und da... Okay, wenn ich es schaffe, dass die Energiekugeln... Wie? Die fliegen nur geradeaus, oder? Und gegeneinander. Hä? Okay, also ich brauche erstmal eine Brücke, wo die drüber springen, meine Autos. Das ist gut. Und könnte ich nicht einfach... Nur rein aus Interesse... Können die da durchschießen? Oder sonst würde ich einfach so bauen, weil ich fände die Dinger da ehrlich gesagt ziemlich doof. Ich glaube, die können da durchschießen. Ja, die können da durchschießen. Okay. Gut zu wissen. Also das Mittelstück brauche ich sowieso nicht. Ich kann hier auch einfach eine kleine Rampe bauen. Und hier so eine kleine Auffangplattform einfach gerade drunter. So, können wir machen. Dann haben wir hier echt mehr Platz, aber... So. Tada. Soll ich jetzt hier irgendwie solche Schrägen dran bauen, die sich so gegenseitig halten und das dann so sind? So, guck mal, so fliegen die Kugeln dann da hoch. Und... fast. Obwohl! Ja! Alter, habt ihr das gesehen? Was ein Meisterwerk von Baukunst! Das kann nur der großartige Zombie gebaut haben. Alter! Hä? Das hat aber funktioniert. Okay, und jetzt ein Konvoi hinterher. Ich meine, was, wenn es bei einem Fahrzeug schon 100 Jahre braucht, bis es drüben ist. Was habe ich mir vorhin beigebracht? Die erste Konstruktion muss stimmen. Sonst geht alles schief. Okay. So, guck mal. Ich habe mal die Brücke da auf den Boden gelegt und scheinbar ist der Druck dadurch echt weit runtergegangen. Ja. Aber mein Auto fällt nur gerade zurück in... Das Portal. So fährt's relativ schnell los. Okay, probieren wir es mal. Es muss halt. Sie dürfen halt sich nicht irgendwie die ganze Zeit in den Weg kommen, die Autos. Dann funktioniert's, meine Konstruktion. Das eine Auto hat schon nicht über die Brücke geschafft. Und das Auto ist jetzt zu schnell! Das Auto ist zu schnell! Es muss also. Oh, das ist ja fürchterlich. Das Auto darf nicht zu schnell sein, sonst schaffen es die Kugeln nicht bis nach oben. Okay, ich habe, glaube ich, den perfekten Schuss. Die Dinger fliegen, treffen sich, gehen durch die Turrets und gehen ins Ziel. Also schneller kann ich das nicht machen. So, jetzt muss ich nur da drüben irgendwie schauen, dass es stabil ist. So, Konvoi, let's go. Das ist die perfekte Konstruktion. Was sagt das Spiel dazu?
Die Autos fahren noch zu langsam los. Fuck. So knapp vor perfekt. Okay, dann machen wir den Boden 1 flacher. Ah, sie fahren schnell genug los. Na gut, fast. Aber es könnte aufgehen, es könnte funktionieren. Ja, 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 ja. Und sie springen. Und sie kommen ins Ziel. Die Autos haben es geschafft. Der Tag ist gerettet. Zombie hat großartig Level 20 abgeschlossen und schon übel Probleme in dem Spiel. Schauen wir mal unsere Belohnung an. Hallo? Oh, ich krieg eine Sicherheitskamera. Eine echte aus Portal. Wo hänge ich mir die auf? Kommt die da über mir an die Wand? Wahrscheinlich. Ah! Endlich werde ich überwacht. Hurra! Gratulation! Als Ex-Azubi, nun Chefaufseher Lehrling, hast du ab sofort Anspruch auf Nahrung und künstliches Sonnenlicht. Oh, endlich eine Tageslichtlampe. Außerdem bist du soeben in das weiterführende Testprogramm eingeschrieben worden. Nice, aber ich glaube, die Kamera ist eh nicht in dem Intro-Outro-Dingsbums. Okidoki! Dann haben wir das erstmal geschafft. Beim nächsten Mal Level 21 und so weiter. Keine Ahnung, wie lange ich noch Lust habe, weil wenn es mir zu nervig wird, dann habe ich vielleicht doch... Ihr schreibt alle, ich soll alle Level machen. Ich habe es gesehen auf jeden Fall. Gucken wir mal. Da ist auf jeden Fall eine Uhr und da ist ein Kuchen. Die Symbole, die nichts zu sagen haben, sind immer recht merkwürdig. Aber gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zusehen. Ich mache jetzt erstmal Feierabend. Tschüss!